Da kommt er hinein, der Holsteiner, der Sohn des Verdi Corrado, namens Quinn und Katrin Eckermann. Die goldene Medaille nun überwacht von der Jury von Frau Kerstin Weber. Sie gratuliert sehr herzlich. Dann gibt es Sonderehrenpreise für den Züchter des frisch gebackenen Bundeschampion. In diesem Fall eine Züchterin, Frau Laura Trinchero, bitten wir zu uns, wenn sie da ist. Sie erhält ein gerahmtes Bild mit dem Champion. Gesponsert und gegeben von den persönlichen Mitgliedern der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Und zusätzlich wird den Züchtern der Bundeschampions eine besondere Auszeichnung zuteil. Durch das Verteilungssystem der Züchterprämien erhält der Züchter eines Bundeschampions für seine züchterische Leistung eine Plakette, Urkunde und einen Check in Höhe von 300 Euro. Und dann bitten wir den stolzen Besitzer von Quinn zu uns. Christian Glanemann ist das, meine Damen und Herren. Er bekommt ebenfalls einen Blumenstrauß als tolles Andenken für diesen Sieg seines Pferdes hier. Gegeben von den persönlichen Mitgliedern der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Und da kommt Christian Glanemann. Applaus, meine Damen und Herren. Wie viel erfolgreiche Springpferde hat er schon entdeckt, der Christian Glanemann, unzählige, und sie zu großen Erfolgen geführt. Eine tolle Leistung des Teams Katrin Eckermann und Christian Glanemann. Glückwunsch dazu. Und bevor wir auf die Ehrenrunde gehen, meine Damen und Herren, möchten wir Ihnen den BMEL Tierschutzpreis näher bringen und den Ehren. In diesem Jahr ist auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hier auf den DKB-Bundeschampionaten unterwegs gewesen und hat sich auch auf den Vorbereitungsplätzen die Reiter und Reiterinnen ganz genau angeschaut, wie liebevoll und wie fachgerecht sie mit ihren Pferden umgehen und ihre vierbeinigen Sportspartner vorbereitet haben. Und hier bei den sechsjährigen Pferden fiel Ann-Kathrin Koch ganz besonders positiv auf und sie erhält heute den Preis. Und dafür gratulieren wir auch. Und das ist ein Applaus wert natürlich. Dr. Andreas Franzki und Dr. Angika Schwarzer sehe ich dort. Sie gratulieren ganz herzlich. Und die Jury war der Meinung, dass Ann-Kathrin Koch, und das hat sie bewiesen, ganz wohl überlegt und strukturiert an die Vor- und auch an die Nachbereitung ihrer Pferde für diese Wettbewerbe hier in Warendorf heranging. Dabei zeichnete sie sich durch ein besonderes Gespür für ihre Pferde aus, was sich besonders darauf auswirkte, dass alle Pferde, die sie hier präsentiert hat, die Ann-Kathrin Koch, besonders zufrieden waren. Nicht nur hier in den Parcours, sondern auch, wie gesagt, vor und nach der Prüfung. Glückwunsch, Katrin Koch, toller Preis für dich. Alle Preise, Medaillen, Schleifen, Blumensträuße, Bilder und sind überbracht, meine Damen und Herren. Vor uns stehen die Top-Pferde, die sechsjährigen deutschen Springpferde, die heute hier in Warendorf so erfolgreich waren. Und mit ihrem Applaus schicken wir sie nun auf die Ehrenrunde. Auf geht's! Oh,
Der Bundeschampion, der sechsjährigen deutschen Springpferde, ist ein Holsteiner, heißt Quinn aus dem Hause Lahnemann mit Katrin Eckermann im Sattel. Da ist er noch einmal. Holsteiner von Verdi Corrado und Katrin Eckermann. Dankeschön. Und eine weitere große Tradition, meine Damen und Herren, jetzt hier bei den DKB-Bundeschampionaten in diesem Jahr 2016. Die Quadrille der Landgestüte, in diesem Jahr zusammengestellt von Hengsten aus Celle und Warendorf gemacht.